Wie schneidet man einen Pyramidenstumpf schräg ab und erstellt davon ein Dreitafelbild? Das ist das Objekt, das wir zeichnen wollen. Und da sind schon mal die erwarteten Zeichnungen, die wir dann in der Draufsicht sehen können. Hier ist noch die dritte dazu. So. Los geht's. Also, wir beginnen mit einem neuen Dokument und im Part erzeugen wir erstmal zwei regelmäßige Sechsecke, Regular Polygon. Das untere legen wir fest mit einem Radius von 30 mm. Und wir erstellen dann gleich noch ein zweites mit einem Radius 20 mm. Und dieses kommt etwas höher, und zwar in die Höhe 50 mm über dem Boden. Das können wir auch gleich bei der Erstellung mit angeben. So, jetzt haben wir diese beiden Stücken da. Als nächstes werden die beiden verbunden mit der Funktion Loft in Part. Wir wählen Loft-Werkzeug aus. Die beiden Polygone sagen, erzeuge Volumenkörper. Und damit haben wir unseren Pyramidenstumpf. Speichern wir mal ab. Jetzt geht's weiter. Das nächste, was wir brauchen, wäre ein Schnittkörper. Dazu nehmen wir einfach einen Quader. Und diesen Quader vergrößern wir. Kantenlänge 100, 100 und nochmal 100. Und dann verschieben wir den so, dass die Pyramide schön innen drin steckt. Also wir ändern die Position. X mittig auf 50 oder minus 50, Y mittig auf minus 50. Und dann heben wir den noch ein Stück nach oben. Und das nächste, was wir noch machen, ist, wir drehen den am besten einfach mit dem Positionierwerkzeug, bearbeiten Placement. Nochmal, wir haben den Cube ausgewählt, genau. Und sagen, Rotationsachse ist jetzt die Achse, die auf uns zuzeigt, das ist die Y-Achse. Und dann drehen wir den Winkel und dann merken wir, wir können jetzt hier Winkel einstellen. Machen wir mal 30 Grad und setzen ihn in der Höhe wieder ein bisschen nach unten, dass wirklich ein Schnitt stattfindet. Okay, als nächstes die Differenzmenge vom Loft und vom Cube mit den Boolschen Operationen, und damit haben wir erstmal den geschnittenen Pyramidenstumpf. Wir können jetzt die Skizze des Polygon hier noch ausblenden, das andere auch, und speichern das Ergebnis ab. So, jetzt müssen wir von diesem Objekt eine Projektion machen. Das kann man manuell machen, man kann aber einfach auch ein fertiges Makro nehmen. Das mache ich mal. Das heißt, ich nehme jetzt hier ein Makro aus dem Editor und kopiere das einfach in die Python-Konsole rein. Mit dem Ergebnis, dass jetzt hier irgendwie ein paar Figuren aufgetaucht sind und diese Figuren, die sollen die Bilder darstellen. Da ist jetzt ein kleiner Fehler passiert, nämlich hier bei der letzten Projektion, das ist irgendwie verdreht. Ach, das Bild war nur nicht aktualisiert. So, war alles in Ordnung. Also das Makro macht das einfach für uns. Die drei Schnittfiguren sind da. Die kann ich jetzt einfach auf meine Vorlage bringen, ausdrucken, und damit habe ich das Schnittbild. Jetzt geht's weiter. Jetzt kann ich natürlich da noch einiges ändern. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte gerne, dass der Pyramidenstumpf gedreht wird. Ich blende den Pyramidenstumpf nochmal ein. Die drei Zeichnungen erstmal wieder aus. Pyramidenstumpf sieht so aus. Manchmal ist es auch ganz nützlich, wenn man den noch ein bisschen anders sichtbar macht. Man kann also Folgendes machen: Man kann hergehen und kann sagen, ich lege bei der Darstellung fest, dass der jetzt dargestellt wird als
Drahtmodell und ich gebe den Linien eine auffällige Farbe. Und zu Demonstrationszwecken mache ich die einfach ein bisschen dicker. So, damit habe ich dieses Modell. Und bei dem anderen Modell, bei dem Schnitt, kann ich genau das gleiche tun. Darstellung, ich lege die Linien in einer auffälligen Farbe fest. Und auch hier Linienstärke etwas dicker. Und dann ist diese ganze Figur schön farbig zu erkennen. So, was mache ich jetzt? Ich drehe jetzt den Pyramidenstumpf um 90 Grad um die Z-Achse. Bearbeiten, Placement, Rotationsachse Z. Und jetzt hier um 90 Grad. Minus 90. Okay. Und schau mir meine Schnittfiguren an. Und die haben sich jetzt geändert. Die sehen das anders aus als vorher. Gut, gibt jetzt noch eine dritte Möglichkeit, nämlich zu sagen, ich schneide diese Pyramide nicht einfach gerade ab. Wir hatten ja vorher mal den Quader, der die Pyramide abgeschnitten hat. So sah das aus. Und jetzt möchte ich da was anderes machen. Also ich blende den Quader mal aus und stelle mir vor, ich mache eine ganz aufwendige Schnittfigur, am besten als Sketch. Ich erzeuge also einen Sketch in der XZ-Ebene. So, das kann jetzt irgendwas ganz Verrücktes sein. Ich gehe hier rein, gehe hier mal senkrecht nach unten, dann gehe ich waagrecht wieder rüber, dann wieder ein Stück schräg nach unten, unten raus und jetzt großflächig einfach wieder verbinden. Das kann ich dann ganz frei machen. Hier kann ich jetzt noch ein bisschen die Punkte korrigieren, dass man auch vernünftige Maße hat, dass dann jeder das auch nochmal nachzeichnen kann. Schließe das und erzeuge hier draus wieder einen Volumenkörper und der muss jetzt in beide Richtungen breit genug sein, dass er abschneiden kann. Okay. So, jetzt müsste ich in dieser Schnittfigur, die ich hier da, die ich habe, den Cube durch diesen Pad ersetzen und hoffen, dass der Rest dann funktioniert. Ich blende den Pad hier mal wieder aus. Wir können uns das ja vorstellen, wie das aussieht. Dazu gehe ich in den Arbeitsbereich OpenSCAD und da gibt es eine Funktion, wo ich Teile in einem Baum austauschen kann. Da steht auch alles nochmal dort. Man braucht also drei Objekte, die man auswählt. Erstens das Gesamtobjekt, dann zweitens das, was raus soll und drittens das, was dafür reinkommen soll und dann nimmt man diese Funktion. Replace an object in the feature tree. Und siehe da, das ist jetzt genauso abgeschnitten worden, wie wir das erwartet hatten. Ich blende den Pad nochmal ein. Das sieht man, das ist genau diese Stufung, die da ist. Und wir schauen mal, wenn wir das alles wieder wegblenden, was ist aus unseren Ansichten geworden. Und siehe da, auch diese sind aktualisiert worden. Und wir sind fertig.